Servus, liebe Clubfans, und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Wir präsentieren euch gemeinsam mit unserem Partner Exasol die Top 11. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Die Regeln sind so, dass wir einen Spieler einladen, aktiv, ehemalig, je nachdem. Und derjenige darf seine eigene Top 11 aufstellen, allerdings nur aus Spielern, die entweder mit ihm im Team gespielt haben oder gegen die er mal auf dem Platz gestanden hat und gegen die er gespielt hat. Für die erste Ausgabe haben wir uns jemanden ausgesucht, der schon ein bisschen rumgekommen ist, der auch im Ausland aktiv war und jetzt mittlerweile beim Club spielt. Johannes Geis ist da. Johannes, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem. Du bist groß geworden beim TSV Großbadorf und dann hier eine Region, kommst aus der Region, ja. Mittlerweile beim Club. Was ist für dich so das bislang das größte Highlight, unabhängig vielleicht vom FCN? Klar, die Relegation im letzten Jahr sicherlich ein dramatisches Highlight, aber vielleicht gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, daran erinnere ich mich gerne zurück. Ja, mein erstes Champions League Spiel mit Sevilla, wo wir zur Pause 3-0 hinten lagen, ich von Anfang an gespielt habe. In der Pause gab es ein bisschen Krach in der Kabine, nicht mit mir, aber mit anderen Spielern. Und haben das Ding aber noch dann zum Unentschieden umgebogen, zum 3-3, wie die Fans ausgeflippt sind. Wie es einfach eskaliert ist, auch wie so die Stimmung dann war im Stadion, war einfach Wahnsinn. Und das war natürlich so ein Spiel. Natürlich, Relegation war nochmal ein anderes Kaliber, aber so war es ein richtig positives Highlight. Und ja, das war so ein Erlebnis, wo ich mitnehme, auch nach meiner Karriere. Das glaube ich. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten in deine persönliche Top 11. Ihr seht schon mal die Formation. Es läuft wahrscheinlich auf ein 4-3-3 hinaus, so ein bisschen. Es ist, glaube ich, super schwierig, wirklich sich auf 11 Spieler festzulegen. Ja. Aber wir fangen einfach mal, würde ich sagen, im Tor zumindest an. Und da kannst du uns mal verraten, für wen hast du dich entschieden? Ja, da gab es natürlich einige, ne? Also viele Torhüter gehabt, aber mit dem Torhüter habe ich gegen ihn gespielt, gegen Barcelona, und habe auch mit ihm in der U21-Nationalmannschaft gespielt. Das war der Marc-André Ter Stegen. Genau, ihr seid zusammen 2015 bei der U21 bis ins EM-Halbfinale gekommen. Und genau. Dann in deiner Zeit beim FC Sevilla hast du natürlich auch gegen ihn gespielt. Und der war einfach ein Torhüter, der war Wahnsinn am Fuß und die Diagonalbälle, die er spielt. Also ja, einfach ein super Torhüter. Und zu Recht auch bei FC Barcelona und in der deutschen Nationalmannschaft. Dann, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt zu den Innenverteidigern weiter, weil da hast du auch eine besondere Konstellation, vielleicht der ein oder andere. Ja, ich schreibe es kurz mal auf, dann erkläre ich was dazu. Genau, gerne. Da habe ich hier Sergio Ramos und Benedikt Höwedes. Sergio Ramos, zweimal gegen ihn gespielt mit Sevilla. Unfassbarer Innenverteidiger, Leader, Anführer, eine unfassbare Aura auch, die er auf den Platz mitbringt. War einfach schön, gegen ihn zu spielen, weil man viel lernen kann von ihm, auch wenn es jetzt natürlich ein Innenverteidiger ist, aber ja, brutal. Und Ben Höwedes, wie ich nach Schalke gekommen bin, war er ja der Erste, er war ja Weltmeister und alles drum und dran. Also war ein super Junge, der hat mir geholfen, der hat mir erklärt, was auf Schalke zählt, was auf Schalke abläuft. Also ich denke auch für die Schalke eine absolute Identifikationsfigur, und von daher gehört er absolut bei mir in die Top 11. Wie war das so, der junger Spieler, du kommst zu Schalke von Mainz, ist es dann, dass man direkt an die Hand genommen wird und dass sie solche erfahrenen Spieler wie eben dann Benne Höwedes? Ja, natürlich. Also man wirft, ich sag so ein Haifischbecken kommt man da rein, ne? Weil natürlich mit Klaas-Jan Huntelaar, wie sie alle heißen, sind natürlich Spieler, die schon ziemlich was viel erreicht haben. Und ja, dann kam Bene Höwedes auf mich zu, hat mich sozusagen unter seine Fittiche genommen und ja, hat mir viel geholfen. Und ja, man kann es eigentlich so vorstellen, dass er schon sehr wichtig war für mich. Ja. Dann kommen wir mal direkt du darfst es dir aussuchen, ob rechts oder links, weil beide sind, glaube ich, tendenziell eher rechts. Beide können aber auch links, die du dir ausgesucht hast. Ja, ich fange mal an mit einem Linksverteidiger, mit Pospech. Da werden vielleicht viele von euch sagen, wer ist das denn? Genau. War auch in Mainz meine erste richtige Profistation. Ja, war ein unfassbarer Spieler, unfassbar lustig, war auch schon ein bisschen älter. Aber er ist, glaube ich, im Spiel gefühlt 100 Mal rauf und runter, ohne zu schnaufen. Und ja, einfach Wahnsinn, was Zdeněk für einen Charakter in die Mannschaft gebracht hat. Und auch einfach, ja, seine Art war einfach lustig. Also, deswegen gehört er für dich da auch rein, weil er so der erste
erste Linksverteidiger war, den ich so kennengelernt habe, der auch natürlich rechts spielen kann, aber rechts habe ich natürlich eine andere Granate. Von daher, ja, gehört der für mich dahin. Bis dann. Ja, rechts, denke ich, sagt jedem was. Genau, einer aus dem aktuellen FCN-Kader. Den Olli muss ich mit reinnehmen. Einer meiner besten Kumpels in der Mannschaft. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht so viel gespielt hat, ist unheimlich wichtig für uns in der Kabine. So diese ganze, ja, wenn es mal schlecht läuft oder wie es mal schlecht gelaufen ist, war einfach da für jeden, auch für die jungen Spieler. Und von daher, ja, absolut, absolut top. Und ich verstehe mich mit ihm am besten, haben ein super Verhältnis. Und ja, Olli ist einfach, hat ja auch schon ein Länderspiel gemacht, ne? Deswegen ist er auch kein schlechter Spieler. Ne? Gehört absolut, hat auch Bundesligaspiele, 166 Bundesligaspiele. Ja, muss man auch also mal schaffen, auch ein gestandener Spieler, unter anderem bei Freiburg und Hannover aktiv, ja. Und jetzt eben beim Club. Dann kommen wir doch zum Sechser. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich vermuten, Johannes Geiße stellt sich selber auf in seine Elf, aber hast du in dem Fall gar nicht gemacht. Nee, habe ich gar nicht gemacht. Der Name ist ein bisschen länger. Genau, ein 33 Jahre alter Österreicher, ihr werdet es gleich sehen, spielt aktuell bei Bayer Leverkusen seit 2016. Der ist schon 33. Der ist mittlerweile 33 Jahre alt. Ja, dafür läuft er noch ordentlich. Jetzt ist er zwar gerade verletzt, Julian Baumgartlinger, aber mit ihm habe ich die meiste Zeit in Mainz auf der 6 gespielt unter Tuchel. Und ja, er war mein Anker. Wir haben uns perfekt ergänzt. Er war der Balleroberer, ich der Ballverteiler. Und er gehört da rein, weil er natürlich auch. Ich habe es mit den Kapitänen anscheinend, mit den Mannschaften, mit Bene Hövedes und Baumi, der war auch Kapitän. Und wir haben uns da super verstanden. Man kann ja auch immer sagen, da kommt einer auf meiner Position, aber er war da direkt so, wir machen das zusammen und ja, wir haben uns da perfekt ergänzt und absolut auch ein geiler Typ, ein Österreicher. Die sind immer cool drauf und deswegen passt er da perfekt auf die 6. Kommen wir auf die Halbpositionen. Da hast du zwei, ja, ich würde schon fast sagen, das sind schon durchaus Legenden. Beide noch aktiv. Man mag es kaum glauben. Beide noch aktiv. Der eine ist hier. Und ja, beide glaube ich auch auf der Position überragend. Andres Iniesta. Haben wir im Copa del Rey Finale gespielt, ist ähnlich wie der DFB-Pokal in Deutschland. War sein letztes Spiel für Barcelona, natürlich alle sehr hoch motiviert und alle, wie soll ich sagen, ja, für ihn nochmal einen schönen Abschied zu bereiten. Und dann stand es, glaube ich, nach 30 Minuten 4-0 für Barcelona und er hat uns einfach auseinandergenommen. Also wie man es sich vorstellt im Bilderbuch, er hat, ja, wie Stangen hat er unsere Spieler umdrippelt und ja, ja, einfach eine Legende, ich denke, kennt auch jeder und ja, braucht ist, nicht viel. Ist auch immer noch aktiv. Ist eine Legende, hat jetzt in Wissel Kobe, genau. Hat er seine Ruhe, da spielt er noch zum Schluss. Und ja, Luka Modric kennt auch jeder, ist ein Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Format, spielt glaube ich jetzt seit wie vielen Jahren in Real Madrid, keine Ahnung. 2012 gewechselt. 2012, also fast 9 Jahre jetzt bei Real Madrid. Absolut geiler Spieler, ja, und freut natürlich einen, wenn du gegen solche Spieler spielen kannst, weil es natürlich auch dir vielleicht nicht in dem Moment weiterhilft, weil sie gute Spieler sind, aber du kannst dir natürlich einiges von denen abschauen und vielleicht auch nicht vom Fußballerischen, weil die natürlich ein anderes Niveau haben,
Aber ja, einfach schön auch das in deinem kleinen Buch, wenn du nach der Karriere das aufschlägst, zu sagen, ich habe gegen die Jungs gespielt. Dann kommen wir schon in die Spitze. Da hast du dir auch drei Angreifer ausgesucht, wobei man sagt, bei zwei würde man vermuten, klar, die nimmt jeder. Aber du kannst ja mal mit einem von denen anfangen. Ja, ich fange also ganz vorne drin. Wer hätte gedacht, wenn man in Spanien gespielt hat und gegen Real Madrid gespielt hat? Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Messi, den lassen wir offen, weil. Genau, den nehmen wir mal gleich zum Schluss. Ja, ich glaube, die besten Spieler, die es im Moment gibt oder je gab, natürlich nach Pelé und allen drum und dran, aber diese zwei Spieler haben eine Ära geprägt, unsere Ära, mit denen sind wir groß geworden. Da spreche ich, glaube ich, für alle Fußballer. Und wenn man sieht, Ronaldo, da kann ich auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Wir haben in Madrid gespielt und er hat, glaube ich, seinen 5. oder 6. Ballon d'Or bekommen und dann waren diese Ballon d'Ors schön vor uns aufgereiht nacheinander und ich glaube, so nah kommen wir auch nie wieder an so einen Ballon d'Or ran, das kann man, glaube ich, offen und ehrlich sagen. Und da stand er dann da, schönes Foto gemacht mit seinen Mannschaftskollegen und er alleine und ja, deswegen gehört er da natürlich absolut rein. Und Messi, ja, wir haben in Barcelona gespielt, da habe ich mir schon gedacht, irgendwann müssen sie doch mal rauskommen zum Aufwärmen. Ich glaube, sie haben sich 5 Minuten aufgewärmt, wir waren schon eine halbe Stunde am Arbeiten und die Barcelona-Spieler und vor allem er, ich habe ihn ja da ein bisschen beobachtet, weil es natürlich einfach ist, wenn man Messi sieht. Und er hat ein bisschen Ball hochgehalten, 2-mal aufs Tor geschossen, ist wieder rein und hat dann ja nicht so gut gespielt. Wir haben dann 1-1 gespielt, ne? Und von daher absolut, ja, die zwei Spieler, wie gesagt, kennt jeder, weiß jeder. Ja, Weltklasse-Format. Große Diskussion immer, wer denn jetzt der Bessere ist. Kannst du für dich eine Entscheidung treffen, wo du sagst, der ist für mich nochmal einen Ticken besser oder sind die einfach nicht vergleichbar und einfach zwei absolute Ja, dadurch, dass ich gegen die gespielt habe, macht man sich auch seine Gedanken. Ich glaube einfach, Messi hat es einfach in die Wiege gelegt bekommen. Also der ist einfach, ja, Ballannahme, Mitnahme, Abschluss ist bei ihm einfach, ja, unfassbar. Also ich glaube, man kann viel trainieren, aber was er hat, das kann man nicht so trainieren, dass es so ist. Und Ronaldo ist einfach für mich, ja, wenn er spielt, ist er einfach der Goalgetter, er ist die Maschine vorne drin. Deswegen kann man die zwei eigentlich nicht vergleichen. Also sind zwei unterschiedliche Spielertypen und ich verstehe jeden, der sagt, der Messi ist besser, aber ich verstehe auch jeden, der Ronaldo ist besser. Aber vom Typ her kannst du den nicht vergleichen, weil Ronaldo ist eher ein Typ, der die Mannschaft mitreißt. Und Messi ist halt ein Typ, der einfach sein Ding macht. Aber wenn er natürlich den Ball hat, weiß jeder, okay, der wird uns das Spiel entscheiden. Dann kommen wir zur letzten offenen Position. Und das ist vielleicht für den ein oder anderen Clubfan eine Überraschung. Beziehungsweise freut man sich dann auch drauf, gerade wenn man ans letzte Jahr zurückdenkt. Auch balsam für die Seele, denke ich. Auch vielleicht einige werden schreckens zurückblicken. Aber ja, ich glaube, unser Schleusener. Ja, was soll man zu ihm sagen? Auch ein sehr guter Kumpel mit Olli, aber ich habe ihn jetzt auch reingenommen, weil er, glaube ich, den Verein, ja, kann man sagen, am Leben gehalten hat. Uns einfach, ja, sozusagen den A-Punkt gerettet hat, muss man auch ehrlich sagen. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat, ja, wie soll ich sagen, das Tor geschossen, wo, glaube ich, niemand mehr dran geglaubt hat. Und er hat gezeigt, dass es möglich ist, an alles zu glauben, was es geht und ja, wie gesagt, dem Verein am Leben gehalten und uns jetzt auch ermöglicht, dass wir die zweite Ligasaison jetzt auch jetzt zum Glück ohne Abstiegssorgen beenden können. Erras und Schleusener! Fabian Schleusener! Wenn es nicht dramatischer geht, geht es irgendwie immer noch dramatischer! Ja, dann haben wir hier deine Top 11. Wie schwer war es für dich, dich am Ende auf diese 11 Spieler zu begrenzen? Sehr schwer, weil natürlich sehr viele Spieler, ich hätte jetzt auch noch Sadio Mané, Mo Salah, Firmino, also die ich gegen Liverpool gespielt habe im Champions League, in der Gruppenphase hätte ich noch nehmen können, Toni Kroos hätte noch reinkommen können. Also es hätten so viele Spieler einfach noch dazukommen können, aber ich habe es jetzt mal unabhängig so
einfach von denen, die mich am meisten imponiert haben, von den Spielern oder welche Freunde sind oder die den Club am Leben gehalten haben, ja, habe ich jetzt einfach mal unabhängig davon gemacht. Und von daher, ja, ich denke, wenn wir die mal beim Club gesehen hätten, die Mannschaft, dann wäre es cool gewesen. Aber nein, war Spaß. Wie gesagt, alles super. Bin zufrieden mit der Mannschaft und mal schauen, was die Zuschauer kommentieren oder sagen dazu. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Das ist spannend. Ihr könnt gerne mal euer Feedback geben, was ihr denn zu der Top 11 von Johannes Geis sagt, wie euch die Mannschaft gefällt, ob ihr das so nachvollziehen könnt oder ob ihr sagt, auf der einen oder anderen Position hätte vielleicht noch der andere Spieler hingemusst, weil gegen den hat er auch mal gespielt oder mit dem hast du gespielt, das sind ja die Regeln, keine Wunschelf von dem Besten, was gibt, was es auf dem Markt oder auf dem Fußballplatz quasi gibt. Genau, ja, Geisi, danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns deine Top 11 präsentiert hast und wir schauen mal, wen wir euch beim nächsten Mal vorstellen, beziehungsweise wer dann seine Top 11 hier präsentieren darf. Bis dahin, Servus. Servus.